Unsere letzte Referentin ist Oki Jeong, die Berliner Journalistin, forscht vor allen Dingen und berichtet vor allen Dingen zu gesellschaftlichen und politischen Fragen Südkoreas. Sie hat einen Dokumentarfilm veröffentlicht zu einem großen Fährunglück, der Sewol in Südkorea, bei dem 250 Kinder gestorben sind. Und soweit ich weiß, machen sie gerade einen neuen Dokumentarfilm. Genau, genau. Und ja, über den sprichst du aber gar nicht heute. Nee. Das hat auch ein völlig anderes Heute geht Thema. Es über Social Media in Südkorea. Genau. Und wir sind gespannt und freuen uns auf den Vortrag. Vielen Dank. Ja, erst einmal viel... Erst einmal vielen Dank, dass ich überhaupt hier auf dieser Konferenz einen Vortrag beisteuern kann. Ich bin leider etwas heiser. Im Moment geht es ja in Korea sehr heiß her und auch in Deutschland und in Berlin wurde gestern demonstriert von der koreanischen Community. Und deswegen ist mein Vortrag leider jetzt auch nicht frei, sondern weil ich irgendwie wenig Zeit hatte, weil ich musste zu dieser Demo, auch wenn es kurz war, und bin auch etwas heiser deswegen. Ja. So, das Thema heißt Social Media in Südkorea, staatliches Machtinstrument versus fünfte Gewalt in einer defekten Demokratie. Und ich denke, Südkorea ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil es in Bezug auf Social Media oder in Bezug auf Internet einfach eine Vorreiterrolle so in der Welt hat. Ja? Ich würde, bevor ich mit dem Vortrag beginne, eine grobe Einleitung geben, eine grobe Zusammenfassung geben, und zwar zu dieser Gliederung. Erst einmal werde ich eine kurz allgemeine Definition von Social Media geben, dann aktuelle Daten und Statistiken zum Internet, Smartphone in Südkorea, dann den Hintergrund der IT-Entwicklung in Südkorea. Zweitens, Social Media in Südkorea, staatliches Machtinstrument versus fünfte Gewalt in einer defekten Demokratie. Dann zu den Punkten Rolle der herkömmlichen Medien in Südkorea und dazu nur drei Beispiele. Erstes Beispiel ist die Kerzenschein-Demonstration zur Zeit von Im Myung-baks Regierung 2008. Dann der Cyberwahlskandal im Jahre 2012 und dann das Seoul-Schiffsunglück im Jahre 2014 und dann eine kurze Fazit. Ja. Erstmal so eine allgemeine Definition von Social Media. Ich habe das mal einfach mal so zusammengefasst. Social Media ist der Überbegriff für Medien, in denen Internetnutzer Meinungen, Eindrücke, Erfahrungen oder Informationen austauschen und Wissen sammeln. Social Networks, Weblogs, Mikroblogs, Wikipedia und Foto- und Videoplattformen werden als typische Vertreter sozialer Medien angesehen, aber auch Chats und Diskussionsforen, virtuelle Kontakt- und Tauschbörsen und bestimmte Apps zur Kommunikation und Bewertung kann man dazu zählen. So, kommen wir mal zur Überleitung zu Südkorea. Ich hatte ja auch bereits zur Einleitung auch gesagt. Also Südkorea nennt sich ja eine digitale Supermacht, ist unheimlich stolz auch darauf. Und nirgendwo sonst ist die Infrastruktur des Internets so fortgeschritten wie in Südkorea. Die Internetverbindung so schnell und die sozialen Netzwerke so unentbehrlich. Hierzu möchte ich einige Daten nennen, die vom Pew Research Center, einem Meinungsforschungsinstitut, 2016 zur Internetnutzung der südkoreanischen Bevölkerung erhoben wurde. Und zwar, demzufolge nutzen rund 94% der südkoreanischen Bevölkerung das Internet. Rund 88% der erwachsenen Südkoreaner nutzen Smartphone. Im Jahre 2012 waren es nur 65%. Hier sind auch einige Daten, die von KISA, das ist die Korean Internet and Security Agency, eine untergeordnete Organisation des südkoreanischen Ministeriums für Information, im Juli 2014 zur Internetnutzung der Bevölkerung erhoben wurde. Leider hatte ich keine aktuellen Daten dazu. Und zwar 60,7% nutzen die Social Media. Die Tendenz ist steigend. Beliebte soziale Netzwerke sind 73% Facebook, 51% Kakao Story. Das ist so eine koreanische Social Network.
Und 40,1% benutzen Naver Band. 88,2% der Teenager benutzen Facebook. Rund 91% der Erwachsenen zwischen 20 und 30 Facebook ebenfalls. Genau. Und zum Smartphone kann ich sagen, die durchschnittliche Nutzungszeit beträgt täglich 2 Stunden und 51 Minuten. Im Jahre 2013 waren es etwa 38 Minuten weniger. Und wie gesagt, ich habe die aktuellen Daten nicht. Ich könnte vorstellen, dass die auch diese Zahl noch weiter angestiegen sind. Ja? Ich meine, wenn man so Südkorea vor Augen hat, hat man ja diese Bilder so durch die Medien. Und zwar diese Menschen in den U-Bahnen, die einfach nur auf die Smartphones starren. Und das ist kein übertriebenes Bild, sondern das ist auch tatsächlich so. Wenn man einmal in Korea gewesen ist, der kennt diese Bilder auch tatsächlich. Ja. Wenn man rumfragt, wofür diese sozialen Netzwerke überhaupt benutzt werden, antworten die Leute, die beschaffen sich dadurch Informationen. Und zwar auch teilen Informationen mit den Freunden von den Social Networks und reagieren darauf oder 63,6% finden die Informationen, die sie über die sozialen Netzwerke bekommen, auch glaubwürdig, ja. Und 63% glauben, dass sie über die sozialen Netzwerke frei ihre Meinung äußern können. Und ich könnte ja vielleicht auch so eine Anekdote dazu erzählen. Und zwar war ich mal in so eine Tempelanlage. Das war mitten auf dem Berg und das war gar nichts, ja. Und die Toilette war vielleicht, also das war so eine Plumpsklo. Um zu diesem Plumpsklo hinzukommen, musste ich da, weiß ich nicht, also vielleicht 70 Meter laufe, aber was hatten die? Super tolle Internetverbindung, ja, das mal dazu. Okay, wichtig ist jetzt nun einfach die, vielleicht auch mal die Hintergründe zu erfahren, warum überhaupt Südkorea, ich bin ein bisschen... Genau. Warum ausgerechnet in Südkorea so eine sogenannte Technikaffinität da ist? Und wenn man mit Südkoreanern spricht, dann glauben sie auch das tatsächlich. Ja, wir lieben Fortschritt, wir sind immer für technische Entwicklung. Aber wenn man sozusagen den Hintergrund von dieser IT-Entwicklung sieht, dann versteht man auch, was da eigentlich genau abgelaufen ist. Ja, warum diese technische Liebe überhaupt entstanden ist. Hier muss man bei der Asienkrise ansetzen, Ende 1990, und zwar zur Überwindung der Auswirkungen der Asienkrise setzte Kim Dae-jungs Regierung der Kim Dae-jung von der Demokratischen Partei regierte zwischen 1998 und 2003. Und zwar die Regierung setzte die IT-Technologie als ihren wirtschaftspolitischen Schwerpunkt. Der Staat bot starke staatliche Förderung bei Existenzgründungen im IT-Bereich, das heißt auf die Informations- und Kommunikationstechnologie sowie die Medienindustrie. Es wurde mit allen Mitteln versucht, die Nutzung von Computern bzw. Kauf von Computern zu fördern. An allen Schulen wurden Breitbandanschlüsse gelegt und es wurden in allen Klassenräumen und Lehrerzimmern Computer eingeführt. Es wurde veranlasst, dass vergünstigte Tarife für Telekommunikation angeboten wurden. Und zudem wurden den Hausfrauen kostenlose Computerkurse angeboten. Kim Son-se, Professor für Kommunikationstheorie und Philosophie, schreibt, in der Anfangsphase war es nicht einfach, die Bevölkerung zur Nutzung des Computers zu motivieren, und behauptet, dass deshalb Computerspiele als Lockmittel eingesetzt wurden. Die Wirtschaftspolitik der Kim Dae-jungs Regierung zeigte sich als ein voller Erfolg, was sich auch an den Zahlen der Internetnutzer sehr gut nachvollziehen kann. So steigerte sich die Zahl der Internetnutzer von 14.000 Internetnutzer im Jahre 1998 zu rund 10 Millionen Nutzer im Jahre 2002.
Nun erinnern wir uns, der Smartphone-Besitz pro Haushalt beträgt mittlerweile 88%. Hierzu zeigt sich deutlich, wie eine gezielte staatliche Wirtschaftspolitik im IT-Bereich Südkoreas digitale Revolution herbeigeführt hat. Kommen wir mal zu diesem Hauptthema. Um überhaupt zu diesem Thema zu kommen, ist es wichtig, auch die Rolle der herkömmlichen Medien in Südkorea erst einmal zu verstehen. Ja? Es gibt in Südkorea drei große Zeitungen, die nennen sich Joseon Ilbo, Chungang Ilbo und Dongha Ilbo. Und die gehören zu den mächtigsten Zeitungen des Landes, die allesamt die gleiche politische Ausrichtung teilen. Sie alleine haben rund 70% des Marktanteils inne. Der Kommunikationswissenschaftler Kim Jong-ho charakterisiert sie sehr treffend. For many South Korean citizens, the images of the three newspapers would be similar to Fox News that has been combined with the power of the New York Times in setting public agenda and defining public matters. They are believed to be the most powerful forces in South Korean politics. Die einflussreichen Medien im Land haben somit nicht die Rolle der vierten Gewalt im Staat inne, die als kritische Kontrollinstanz fungiert, sondern als Verbündete der konservativen Kräfte. Ihr Werkzeug ist das der Manipulation und Einflussnahme auf die Meinung der Öffentlichkeit. Am deutlichsten ist das zu sehen in den Berichterstattungen zu dem aktuellen Skandal um die Präsidentin. Dieser Skandal wurde ja schon Mitte September bekannt, aber die größeren Zeitungen und Fernsehsender haben es, glaube ich, einen Monat lang vermieden, darüber zu berichten. Und es gibt auch tatsächlich Zahlen, wie viele Minuten sie für diese Skandale angewendet haben, wo die kleineren unabhängigen Zeitungen und Fernsehsender darüber schon seit einem Monat darüber berichtet hatten, angefangen hatte zu berichten. Hier ist ein Foto, was ich mal vielleicht so als was ich unkommentiert stehen lassen kann. Und zwar ist das eine Geburtstagsfeier des ehemaligen Präsidenten von Joseon Ilbo. Anwesend sind unter anderem der ehemalige Diktator, der hat im Jahre 1980 etwa 2000 Menschen in einer Stadt in Südkorea, die gegen ihn gewehrt haben, massakrieren lassen. Und daneben ist nun der ehemalige Präsident auch Im Myung-bak, der Vorgänger von der jetzigen Präsidentin. Ein ganzer Machtzirkel. Nun, hierzu kann ich auch noch einige Beispiele, also einige Fragen nennen, die beim Einstellungsgespräch von Bewerbern bei dem öffentlichen Fernsehsender KBS gestellt worden sind. Ja? KBS ist so vergleichbar wie ARD oder ZDF. Singen Sie die vierte Strophe der Hymne. Da geht es um das Thema Loyalität. Können Sie auch zu dem Inhalt des Liedtextes stehen? Glauben Sie, dass in Südkorea Kräfte der Nordkorea-Sympathisanten existieren? Was denken Sie über die Linken? Werden Sie in die Gewerkschaft eintreten? Wir haben schon so viel über die Eisenbahngewerkschaft und über Millang gehört. Was denken Sie, wie lange müssen wir uns noch Ihre Geschichten anhören? Ja? Beim Bewerbungsgespräch. Es lässt sich vor dem Hintergrund dieser Medienlandschaft in Südkorea sehr gut erklären, dass Ende der 90er Jahre eine Art alternative Öffentlichkeit sich im Internet bildete. Die Bürger-Online-Zeitung Omae News ist als gutes Beispiel dafür zu nennen. Der Wahlsieg des Präsidenten Nomuyon, der als chancenloser Außenseiter galt, ist ohne diese Online-Zeitung Omae News nicht zu erklären. Hier eine beeindruckende Zahl. In den letzten Tagen vor der Wahl wurde die Internetzeitung Omae News täglich über 10 Millionen Mal aufgerufen.
2009 wurde von der rechtskonservativen Regierung unter Im Jong-bak unter großem Protest der Öffentlichkeit und der Oppositionspartei ein neues Mediengesetz gebracht. Unter anderem ermöglichte es Großunternehmen und Zeitungshäuser den Einstieg in den Fernsehmarkt. Die Kritiker befürchteten, dass die Großunternehmen und die oben genannten rechtskonservativen und einflussreichen Zeitungshäuser, die bereits die öffentliche Meinungsbildung stark beeinflussen, noch größere Einflussnahme haben und den Medienmarkt vollkommen entdemokratisieren würde. Ein Rechtsruck in der Medienlandschaft und in der Bevölkerung ist dadurch festzustellen. Demokratiebewegung wird als nordkoreanische Machenschaft dargestellt. Es wird eine Angst erzeugt, und zwar wird, glaube ich, seit dieser Gesetzeseinführung noch nie so häufig über Nordkorea berichtet wurde, als Norden der Aggressor. Wir müssen uns wappnen, ja. Und vor allen Dingen wappnen gegen die linken Kräfte, die doch pro Nordkorea sind. Verschwiegen werden Korruptionsfälle von den Großunternehmen, von Politikern. Medien kann man sozusagen betrachten als ein Machtkartell des Schweigens. Ich könnte hier noch etliche Dinge aufzählen, was letztendlich unter der Präsidentin Park Geun-hye passiert ist. Einführung von Schulbüchern, wo ihr Vater der Diktator idealisiert wird oder beschönigt wird. Es wurde die linke Partei UPP, die 5 Sitze im Parlament hatten, einfach so aufgelöst und verboten. Es wurde eine schwarze Liste mit Namen von regierungskritischen Künstlern angefertigt und der Geheimdienst fälschte Dokumente über eine angeblich nordkoreanische Geheimagentin und das im ganzen Stillschweigen durch die größeren Medien. Wenn man sich die weltweite Rangliste von Reportern ohne Grenzen in Bezug auf die Pressefreiheit sieht, merkt man, wie diese Pressefreiheit in Südkorea gerade unter der Präsidentin erodiert ist. Und zwar fiel das Land vom 31. auf den 70. Rang zurück. So, das war jetzt nur ein wirklich langer Vorlauf gewesen, in Bezug auf die Medienlandschaft in Südkorea. Aber einfach notwendig, diese Erklärung, um zu erklären, was diese sozialen Netzwerke überhaupt eine Funktion in dieser defekten Demokratie überhaupt hat. Ja. Hierzu möchte ich gerne drei Beispiele nennen. Und zwar geht es um, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich da noch habe, wie viel, sonst würde ich, glaube ich, vielleicht, ja, ist okay? Gut. Kommen wir mal zu dem ersten Beispiel. Das ist also diese Kerzenschein-Demonstrationen haben Sie sicherlich jetzt viel in den Medien mitbekommen. Diese Kerzenschein-Demonstration, die wir jetzt sehen, hat ihren Ursprung im Jahre 2008. Und zwar wurde am 17. April 2008 unter Im Jong-baks Regierung die Wiederaufnahme von Rindfleischimporten aus den USA, die 2003 aus Furcht vor Rinderwahnsinn verhängt worden waren, beschlossen. Und auch vereinbarte sie weniger strenge Vorkehrungen bei den Fleischimporten, als die US-Regierung mit anderen Ländern traf. Diese Entscheidung war die wesentliche Voraussetzung für die Ratifizierung des Freihandelsabkommens zwischen Korea und den USA für den US-Kongress gewesen. Und die Meinungsumfragen zeigten jedoch deutlich, dass die Mehrheit der Südkoreaner gegen diese Entscheidung war. Es kam zu landesweiten Demonstrationen mit Zehntausenden Demonstranten gegen diese Aufhebung des Einfuhrverbots, die mehrere Monate andauerten. Ebenfalls bemerkenswert war es auch, dass sich diese Menschen über die sozialen Medien, allen voran über Agora, das größte Online-Forum der Portalseite Daum, vernetzt hatten. Es gab keine Organisationen, die eine führende Rolle innehatten, sondern eine Öffentlichkeit hatte sich online gebildet und zeigte sich nun offline in diesen Kundgebungen.
Die Polizei ging damals vehement gegen die Demonstranten vor, aber unter dem Druck der Kerzenschein-Demonstrationen bot die Regierung Im Jong-baks nachfolgend geschlossen ihren Rücktritt an. Kommen wir zu dem zweiten Beispiel. Ist gar nicht mal so lange her, und zwar ging es um die Präsidentschaftswahlen im Jahre 2012, wo Park Geun-hye, die jetzige Präsidentin, als Präsidentin hervorgegangen ist. Schon während des Präsidentschaftswahlkampfes im Jahre 2012 wurde bekannt, dass der südkoreanische Geheimdienst und die südkoreanische Armee Wahlkampf für den die Cybereinheit der südkoreanischen Armee Wahlkampf für den Sieg von Park Geun-hye betrieb. Später wurden genaue Zahlen bekannt. Rund 70 Agenten der Abteilung für psychologische Kriegsführung unter der Leitung des Geheimdienstchefs Won Se-hun und rund 120 Soldaten der Einheit 530 der militärischen Cyberabteilung unter dem Kommando von Yeon Jae-uk und Ok Do-kyung schrieben Millionen Tweets und Kommentare in sozialen Netzwerkseiten, um den Gegenkandidat Moon Jae-in zu diskreditieren. Er wurde beschimpft als Nordkorea-Sympathisant, als Diener Nordkoreas. Wenn wir das Wort Diener Nordkoreas benutzen oder pro Nordkorea-Sympathisant, klingt das ja sehr harmlos, aber in Südkorea, wo mit dieser ganzen Teilungsgeschichte und Teilungspolitik, ist das eine sehr bedrohliche Angelegenheit. Man kann auch für so eine Anschuldigung oder wegen so einer Anschuldigung auch ins Gefängnis kommen. Eben diese Abteilung für psychologische Strategie des NIS, also des Geheimdienstes, hatte auch schon Online-Lobbyarbeit für Im Jong-bak, also des früheren Präsidenten, betrieben. Er war ja in seiner Amtszeit nicht nur wegen der Wiederaufnahme des Fleischimports kritisiert worden, sondern auch unter anderem wegen des Vierflüsse-Projekts und der Gesetzgebungen gegen die Pressefreiheit. Verleumdungen, Diffamierungen, Beschimpfungen. Ja? Brisant ist die Operation nicht nur, weil sie illegal ist. Ja? Die Wahl im Jahre 2012 fiel nämlich auch denkbar knapp aus. Die jetzige Präsidentin gewann die Wahl nur knapp mit 51,5% der Wählerstimmen gegen den ehemaligen Menschenrechtsanwalt Moon Jae-in von der demokratischen Oppositionspartei, der 48% erzielte. Mithilfe von unabhängigen kleinen Medien, deren Enthüllungen über die sozialen Netzwerke verbreitet wurden, entstand der öffentliche Druck. Aber das durch den Druck der Öffentlichkeit zustande gekommene Ermittlungsverfahren erlahmte, als der Generalstaatsanwalt Choi Dong-uk wegen des Gerüchts über einen unehelichen Sohn zurücktreten musste. Schließlich wurden rangniedrige Beamten abbestraft und der Chef des Geheimdienstes wurde wegen Übertretung des Wahlkampfgesetzes zu rund 2,5 Jahren verurteilt. Obwohl der Geheimdienst direkt dem Präsidenten untersteht, wurde weder der frühere Präsident Im Jong-bak, Parks Parteifreund, noch Park Geun-hye selber jemals zu diesem Fall vorgeladen oder befragt. Die Oppositionspartei behauptete damals, dass das Blaue Haus die Information über den unehelichen Sohn an die Zeitung weitergegeben habe. Ich denke, dass wahrscheinlich im Zuge dieser Aufklärung um den Skandal um Park Geun-hye wahrscheinlich noch weitere Informationen oder Wahrheiten herauskommen werden, wenn man noch einmal zurückblickt und den Fall bearbeitet. Ja. Kommen wir zu dem Seoul-Schiffsunglück. Als wichtigste Zäsur in der südkoreanischen Gesellschaft nimmt die Öffentlichkeit in Südkorea noch immer das Seoul-Schiffsunglück vom 16. April 2014 wahr. 304 Menschen kamen damals vor der südkoreanischen Küste ums Leben und 250 davon waren Schülerinnen im Teenageralter. Am Unfalltag berichteten die Medien geschlossen über die vollständige Rettung. Ja? Die Angehörigen glaubten sie alle in Sicherheit, bis erst spät festgestellt wurde, dass rund 300 Menschen im gesunkenen Schiff befanden.
In den nachfolgenden Tagen berichteten die Medien propagandahaft über die Rettungsarbeiten. Über Hunderte von Rettungsleuten, zig Helikoptern, zig Schiffen war die Rede. Die Eltern charterten eigens Schiffe, um am Unfallort zu sein. Und dort machten sie die Entdeckung, dass entgegen der Medienberichte überhaupt keine Rettungsarbeit vonstatten ging. Die verzweifelten Eltern baten in den sozialen Medien um die Verbreitung der Wahrheit. Die Angehörigen weigerten sich, ich weiß nicht, sollen wir dann doch kurz mal einblenden? Ja? Okay. Genau, das erst. Genau. Nur ganz kurz. Genau. Das ist jetzt eine Mutter, die tatsächlich dann vor Ort mit dem Schiff bei dem Unfallort sozusagen gewesen ist und die Feststellung machte, dass entgegen der Medienberichte gar nichts gemacht wurde. Und also wenn man sie länger hört, merkt man, wie sie nach Atem ringt, weil dass sie so verzweifelt uns. Und ich weiß, dass damals dieser Clip durch die sozialen Netzwerke ging, und zwar mit der Bitte um Hilfe, dass diese Information weitergetragen wird. Okay. Mhm. Und die Angehörigen weigerten sich, als sie diese Entdeckung machten, wie überhaupt diese Medien arbeiten, sich mit den südkoreanischen Journalisten zu sprechen. Und schließlich gaben sie nur den ausländischen Reportern Interviews. In den nachfolgenden Tagen bekam man durch die sozialen Medien wie Facebook mit, was auf der Insel Jeollabuk wirklich ablief, wo die Angehörigen auf die Rettung ihrer Kinder warteten. Ihre Demonstrationen wurden über Facebook verbreitet und auch wie die Polizisten sie blockierten. In diesen Tagen war es wirklich beeindruckend zu beobachten, wie sich eine Öffentlichkeit durch die sozialen Medien bildete. Es gab Demonstrationen und Solidarkundgebungen dadurch. Es gab zum Beispiel auch Aktionen wie die der Studenten, die auf einem Denkmal kletterten in Seoul und den Rücktritt der Präsidentin forderten. Als sie verhaftet wurden, verbreitete sich in Facebook die Telefonnummer der Polizeistation, in der die 8 Studenten gefangen gehalten wurden. Und es wurde aufgerufen, mit Anrufen gegen die Festnahme zu protestieren. Eine Organisation von Südkoreanern im Ausland schlossen sich zusammen und übersetzten kritische ausländische Nachrichten über Südkorea ins Koreanisch. Und diese Artikel wurden dann über soziale Netzwerke in Südkorea verbreitet. Eine Alternative zu den schweigenden, einflussreichen Medien. Die Angehörigen selber kommunizierten und kommunizieren immer noch über Facebook mit der Bevölkerung, und die Bevölkerung informiert sich darüber über diese ganzen Ereignisse. Hier zeigt sich, dass nicht nur eine öffentliche Meinung dadurch gebildet, sondern dass auch mithilfe der Social Media eine Solidargemeinschaft sich herausgebildet hat. Auch erreichte die Öffentlichkeit, die durch die SNS gebildet wurde, dass damals 2 Kanzlerkandidaten, An Dae-hee und Moon Chang-guk, die von der Präsidentin vorgeschlagen wurde, durchfielen. Durch die sozialen Medien verbreitete sich nämlich die Höhe des wahren Einkommens von An Dae-hee und Moon Chang-guks Erhaltung zur japanischen Kolonialherrschaft. Als sich jedoch eine kritische Öffentlichkeit gegen die Präsidentin der Regierung bildete, die das Krisenmanagement der Regierung stark kritisierte, sich mit den Angehörigen der Opfer solidarisierte, tauchten im Netz plötzlich Fotos von den Angehörigen auf, die als Linksaktivisten und pro-nordkoreanisch gebrandmarkt wurden. Und diese Fotos stellten sich später als Fälschungen heraus. Ein anderes Beispiel, was sozusagen diese SNS von seitens der Regierung benutzt wurde, ist zum Beispiel ist bei dem Hungerstreik, den die Angehörigen angefangen hatten, und zwar mit der Forderung, dass ein Wahrheitsausschuss herausgebildet wird, um über diesen Unfall, um diese Unfallursache aufzuklären. Und bei diesem Hungerstreik hielt ein Vater sogar 40 Tage durch, und
das berührte die Öffentlichkeit und machte auch die Öffentlichkeit auch sehr zornig. Und plötzlich kursierten in den sozialen Medien und in den Nachrichten Aussagen über ihn, die ihn als Vater diskreditierten. Er habe ja gar nicht Unterhalt bezahlt und er wäre einfach ein schlechter Vater, der kaum Kontakt mit seiner Tochter gehabt hatte. Und bei einem Jahrestag des Schiffsunglücks, bei dem große Protestkundgebungen gegen die Regierung zu erwarten war, wurde plötzlich in den großen Zeitungen über die Abfindung berichtet, die die Angehörigen der Schiffsopfer erhalten werden und suggerierte, dass die Abfindung sehr hoch und von Steuergeldern getragen wird. Nun, vor einigen Monaten, seit einigen Monaten liegen nun Beweise vor für all diese Einflussnahme der Präsidentin auf den öffentlichen Fernsehsendern vor. Und zwar vor kurzem wurde nämlich so ein Audiomitschnitt vom ehemaligen KBS-Intendanten und dem ehemaligen Staatssekretär der Präsidentin Park Geun-hye und der jetzt auch gleichzeitig der Parteivorsitzende von der Senori-Partei ist bekannt. Und zwar hat es sozusagen den Wortlaut, die Präsidentin in diesem Telefonanruf beschimpft dieser Staatssekretär den Intendantin von KBS, bittet ihn und droht ihn. Und zwar fängt es irgendwie auch so damit an, die Präsidentin hat eine kritische Nachricht gesehen. Ja? Das kann doch nicht sein, das muss doch was gemacht werden. Und das Erschreckende ist nicht nur, dass sozusagen so ein Druck ausgeübt wurde, sondern auch dieser Druck auch befolgt wurde. Ja? Auch wurde bekannt, dass ein Plan im Präsidentensitz ausgearbeitet wurde, wie die sozialen Netzwerke gezielt mit welchen Mitteln zu nutzen seien, um die Stimmung der Bevölkerung zu beeinflussen. Nun, Park Geun-hye steht auch wegen des, also nicht nur jetzt wegen diesem aktuellen Skandals unter Druck, sondern auch wegen des Seoul-Schiffsunglücks unter anhaltendem Beschuss, denn laut Expertinnen hätten die Opfer möglicherweise gerettet werden können, wenn das Krisenmanagement der Regierung nicht völlig versagt hätte. Die Präsidentin selbst war zur Zeit des Unglücks stundenlang unauffindbar, 7 Stunden lang. Bald verbreitete sich das Gerücht, sie habe sich in dieser Zeit mit ihrem damaligen Berater Tong Yun-hae zurückgezogen, mit dem sie eine Affäre gehabt haben soll. Und dieses Gerücht weitete sich Ende 2014 zu einem öffentlichen Verdacht aus, wonach Tong die 3 Präsidialsekretäre der Präsidentin befehlige und damit der eigentliche Machthaber im Regierungsgefüge sei. Entsprechende Ermittlungen wurden aber eingestellt. Mutmaßlich unter Druck des Blauen Hauses, also des Präsidentensitzes. Gemäß einem Bericht der Zeitung Dongalbo fiel der Name Choi Soon-sil, die Vertraute der Präsidentin, bereits im Jahre 2014, vor 2 Jahren fiel dieser Name, und zwar im Rahmen dieser Ermittlungen. Sie soll als Drahtzieherin im Hintergrund gewirkt haben, ja? Und dieser Skandal wird erst jetzt bekannt. Und wir wissen, wem das zu verdanken ist. Ja. Das aber am Rande. Nun, ich komme zum Fazit meines Vortrages. Das Internet gewinnt immer mehr an Bedeutung und ist bei der Informationsbeschaffung und Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Einhergehend mit der Verbreitung der Information kommt es zur Informationsflut. Im Netz ist schnell etwas behauptet, es lässt sich in unglaublicher Geschwindigkeit schnell etwas verbreiten. Es zeigt sich, was für eine Welle lostreten werden kann. Wie einige Fälle von Shitstorms zeigen, wie ausgelöst durch einen einzigen Kommentar Leben zerstört werden kann oder auch eine zu Weltberühmtheiten machen kann, wie im Beispiel von dem koreanischen Sänger Psy mit seinem Lied Oppa Gangnam Style. Wir glauben in der Zeit der Internetglaubwürdigkeit, dass die Algorithmen im Internet Objektivität widerspiegelt, aber gerade die Algorithmen lassen sich manipulieren. Es ist eine eigene Branche entstanden, die genau diese Manipulationen als Dienstleistungen anbieten. Südkorea ist ein Vorreiter in Sachen Internet. Besonders in Online-Marketing mit angestellten oder angeheuerten Internet-Trolle werden Grenzen überschritten.
Man kann sich das hier in Deutschland noch gar nicht vorstellen, wie weit das da vorangeschritten ist in Südkorea. Manipulation der sozialen Medien wie bei YouTube ist aber schon längst Wirklichkeit. Anzahl der Klicks kann man sich erkaufen, die gefällt mir Klicks erkaufen, Kommentare erkaufen. Die Suchportalseiten in wie Naver und Daum in Südkorea werden ebenfalls scharf kritisiert. Durch Manipulationen der Algorithmen können beeinflusst werden, welche Nachrichten in die Hitliste landen und welche gänzlich zwischen anderen Nachrichten untergehen. Letztendlich ist das, was man schon lange bei der Online-Marketing in Südkorea zu sehen war, längst auf die Politik ausgeweitet. Ja? Was wir an diesem Wahlskandal 2012 sehen konnten. Der Cyberwahlskandal in Südkorea, der die Abartigkeit und Zynismus zeigt, wie mithilfe der sozialen Medien die Demokratie unterwandert werden kann, ist sicherlich nicht beispiellos. Es gibt ja einige Beispiele auch, zum Beispiel in China. Ich glaube, die heißen zum Beispiel, es gibt ja auch so diese Internet Army, also Internet Water Army. Putin hat ja auch seine eigene Internet-Trolle, die nicht nur im Land tätig sind, sondern auch im Ausland, ja, und versuchen auch hier sozusagen die Öffentlichkeit der deutschen Medien zu beeinflussen. Ich habe bei meiner Recherche über dieses Astroturfing gefunden. Sicherlich gibt es hier noch mehrere Beispiele. Also zum Beispiel, aber bekanntester Fall war zum Beispiel auch in Deutschland der Manipulationsversuch der Öffentlichkeit durch die Deutsche Bahn vor ihrem Börsengang, wofür über 1 Million Euro investiert worden war. Und zwar damals befand sie im Tarifkonflikt mit den Lokführern und mit fingierten Leserbriefen und Kommentaren und undurchsichtige Umfrageergebnisse wurde suggeriert, dass die Öffentlichkeit kritisch gegenüber dem Lokführerstreik steht. Je mehr ich mich mit dem Thema Social Media beschäftige, bin auch ich entzaubert von dem Mythos der Netzoptimisten und es entsteht bei mir mehr Fragen als Antworten letztendlich, sodass ich irgendwie diese Fragestellung von meinem Vortrag gar nicht in klaren Sätzen beantworten kann. Und nun, ich würde vielleicht irgendwie einfach, glaube ich, auch als eine Frage an Sie mitgeben und welchen Herausforderungen wir durch dieses Medium Internet grundsätzlich grundsätzlich entgegenstehen und möchte den Vortrag zuletzt mit den Worten des Publizisten ich weiß gar nicht, wie der Evgeny Morozov abschließen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt richtig ausgesprochen ist. Die Informationstechnik ist weder als Techniken der Freiheit noch als Techniken der Tyrannei zu betrachten, sondern in erster Linie als Techniken der Macht, die sich in bestehende oder entstehende Machttechniken einschalten. Was sich aber im Falle von Südkorea zeigt, ist aber dennoch ein hoffnungsvoller Ausblick auf die Fragestellung. Ich würde gerne den mit diesem Clip den Vortrag abschließen. Das ist jetzt ein Clip von letzte Woche Samstag. Eine Kerzenstanddemonstration, wo mehr als 1,6 Millionen zugange waren, zu demonstrieren gegen die Park Geun-hye. Diese öffentliche Meinung wurde nicht durch diese
diese großen, einflussreichen öffentlichen Medien geschaffen, sondern nur durch mithilfe von kleinen Fernsehsendern und kleinen Zeitungen. Ja? Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ich habe in einigen deutschen gewerkschaftsoppositionellen Kreisen Bilder gesehen über Gewerkschaftsarbeit in Korea. Wie arbeiten die Social Media und die gewerkschaftlichen Gruppen auf der Ebene zusammen und wie sind die Spaltungen zwischen Staat und staatlich akzeptablen Gewerkschaften und konkurrierenden Gewerkschaften in Südkorea? Es ist auch vergleichbar wie dieses Beispiel dieser Seoul-Angehörigen, die für um die Wahrheit kämpfen, und das ist eine breite Solidargemeinschaft durch die sozialen Netzwerke entstanden, und genauso ist es auch mit den Gewerkschaften genauso. Ja, ich meine, also man kann, ich glaube, Sie wissen Bescheid, aber in Südkorea ist das Thema Gewerkschaften sehr, sehr schwierig. Also vor, auch unter Park Geun-hye Regierung, oder fing das ja wie schon bei Lee Myung-baks Regierung an, einer der größten Gewerkschaft, der Lehrer, wurde einfach als illegal deklariert. Ja, und der Gewerkschaftsvorsitzende oder ein Vorstand von der Gewerkschaft, der ist jetzt zu 8 Jahre Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil er demonstriert hat. Ja, und ich denke, dass diese ganze Online-Petitionen oder diese Aufklärungsarbeiten oder Informationsvermittlung, das findet irgendwie durch die sozialen Netzwerke statt. Es ist nicht nur sozusagen die fünfte Gewalt im Staat, sondern auch eine sehr beeindruckende Solidargemeinschaft, die dadurch geschaffen wird. Ja, ist nicht eine Möglichkeit, dass man sozusagen vertrauenswürdige Teilnetze schafft, dass man sich sagt, man schafft Netze mit Bekannten, die man kennt, die man einordnen kann, und grenzt andere erstmal ab, wo man nicht weiß, ob das eben von Geheimdiensten oder sonst wie bezahlte Leute sind, und prüft auch ein bisschen stärker nach, was für einen sozialen Hintergrund haben meine Bekanntschaften im Internet auch. Das heißt, man müsste also versuchen, vertrauenswürdige Netze zu bauen, die zwar auch untereinander dann vernetzt sind, aber die, wo ein bisschen weniger die Gefahr besteht, dass dort also Trolle eine Rolle spielen. Zweite Frage ist, ich verfolge ja den Ansatz über Volksentscheid oder ähnliche Mittel auf Bundes- und auch auf europäischer Ebene eine Initiative in die Gänge zu bringen, dass man Geheimdienste insgesamt abrüstet. Das heißt also, dass man kriminelle Geheimdienstaktivitäten sowieso international ächtet, wie Waffen, wie Atomwaffen oder Chemiewaffen. Und dass man dadurch auch die Haushalte dieser Geheimdienste erheblich reduzieren kann, was ja auch ein finanzielles Problem in einigen Ländern schon ist. Wäre das nicht auch ein Ansatz? Also einerseits vertrauenswürdige Netze aufbauen auf der eigenen Ebene und dann eben auch über zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es in Südkorea auch Volksentscheidsmöglichkeiten gibt, ich glaube vielleicht nicht, aber hier in Deutschland gibt es ja auf Länderebene jedenfalls Volksentscheidsmöglichkeiten, und dass man dann sagt, man kann die demokratischen Strukturen auf diesem Wege, insbesondere in Berlin, wo es ja linke Mehrheiten schnell gibt, stärken und auch Gesetzesinitiativen in die Wege leiten. Zu dem ersten Punkt, ich hatte ja vorhin ja so eine beeindruckende Zahl genannt, wie weit diese Social Networks, also diese sozialen Netzwerke von den Menschen in Südkorea genutzt werden. Und vor allen Dingen sind es ja die jungen Leute, die sich über soziale Netzwerke Informationen beschaffen. Und es ist zum Beispiel auch dieser Skandal wird ja gerade, also diese Aufdeckung wird ja von einem kleinen Fernsehsender, dieses JTBS,
JTBC und also auch so unabhängige kleinere Zeitungen vorangetrieben. Und ich denke, das sind irgendwie diese Nachrichten, die letztendlich dann über Social Media irgendwie auch weiter verteilt, also nicht nur, dass sie dann irgendwie auch gesehen und gelesen werden, sondern auch über Social Networks verteilt werden. Und es gab ja so eine Umfrageergebnisse oder auch bei den Wahlen vielleicht. Es ist ja, also ich glaube, es waren ja sehr wenige junge Leute, die sich ja für diese, die diese Präsidentin gewählt haben, sondern mehr diese alten Menschen um 60 herum, die immer noch in dieser Nostalgie verhaftet sind über diese Diktaturzeit. Ich muss anmerken, Park Geun-hye ist die Tochter von dem ehemaligen Diktator Park Chung-hee. Ja, so. Und diese letzten Umfrageergebnisse lauten, jetzt ging es ja um Park Geun-hyes Beliebtheitsskala, und das war bei den jungen Leuten bei 0%. Und daran merkt man, dass sie sich schon irgendwie einfach auch Wege, also dass sie mittlerweile Bescheid wissen, was irgendwie sozusagen ein Macht, wie heißt es, ein Sprachrohr der Regierung ist oder auch eben halt was vertrauenswürdig ist. Und zur zweiten Frage, ich glaube, das ist so ein größeres, ein generelles Problem mit dem südkoreanischen Staat und seiner Demokratie. Südkorea war ja jahrzehntelang eine Militärdiktatur, und diese sogenannte Demokratie, die der Staat jetzt, die Südkorea sozusagen lebt oder kennt, ist ja noch recht jung. Das ist ja Ende der 80er Jahre ist es ja sozusagen der Weg eingeleitet worden. Aber dieser Skandal, den wir sehen oder auch meine Beispiele zeigen, dass letztendlich diese alten Kräfte der Diktaturzeit nicht, dass die immer noch im Versteckten am Arbeiten sind. Ja, es ist ja, oder auch so diese Beispiele, es hat sich ja auch herausgestellt, diese Vertraute hat sich sozusagen mit Hilfe von Park Geun-hye sich bereichert, und die Großunternehmen haben da mitgemacht. Aber genau diese gleiche Geschichte ist auch mit dem Vater dieser Choi Soon-sil, also war genau die gleiche Geschichte, ja. Es wurde geduldet, es wurde gedeckelt, ja. Und ich glaube schon, dass Südkorea zwar formell eine Demokratie ist, aber diese ganzen Altlasten oder auch diese Fokussierung auf diese Präsidentin, als die unheimlich viel Macht hat, das ist ja nicht vergleichbar wie mit dieser Kanzlerin oder mit dem amerikanischen Präsidenten, das ist ja noch viel, viel mehr. Da weiß ich nicht, ob da überhaupt, oder vielleicht andersherum, ich denke, meiner Meinung nach reicht es nicht, dass Park Geun-hye, die Präsidentin, bei diesem Skandal zurücktritt oder dass sie auch bestraft wird, sondern es müssen auch alle Beteiligten abgestraft werden. Und man müsse wahrscheinlich also eine grundsätzliche Reinigung hinter sich bringen, damit sozusagen so eine wirkliche Demokratie entsteht. Also nicht nur eine formale, sondern auch eine wahre Demokratie. Darf ich noch was fragen? Ja, klar. Okay.